Hallo und willkommen zurück zu Taut. Erneut in diesem Gruselbüro. Friede, Freude, besonders viel Freude, besonders viel Frieden, noch Frieden. Es kommt schlimmer. Wie wir wissen, ja, wir nehmen das Feuerzeug mit. Ich hab ein Feuerzeug, oh geil, Zündel, Zündel. Maria hat abgeschlossen, WTF. Ihr habt mir an dieser Stelle geholfen. Vielen Dank, es gab mannigfaltige Hilfen, das ist schön. Ich hoffe, ich habe es jetzt. Das Spiel ist, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen unfair und gemein. Soll ich schon erst einmal nach? Wer ist da? Ha, wer ist denn da? Mir ist schwindelig. Ich höre Geräusche. Vielleicht sollte ich nachsehen. Oh mein Gott. Oh nein. Es ist der Gelb. Ich muss mich verstecken. Man muss sich einfach... Nicht gerade sicher. Ja, hier irgendwie verstecken. Unter dem Ventilator sieht sie uns nämlich nicht. Denn wenn wir uns selbst nicht sehen... Und plötzlich hat sich eine Luke geöffnet. Dieser Kasten klemmt, der lässt sich nicht öffnen. Und hinter uns hat sich was geöffnet. Oder so. Oder nicht. Sollte eigentlich. Warum nicht? Wo ist sie? Ach, da ist sie. Schwer zu sehen. Vielleicht müssen wir uns auch verstecken. Man hat mir nicht genau gesagt, wie ich hier weiterkomme. Nur, dass ich es dann schon sehen werde. Irgendwie. Ja, genau jetzt hat sich hinter uns was geöffnet. Und sie hat uns gesehen. Aha, ich hab dich gesehen, da hinter der Ecke, du. Obwohl. Wie zur Hölle konnte die uns jetzt sehen? Hä? Ach man, jetzt muss ich das nochmal spielen. An diesem gruseligen Tag. Zur helllichten Helligkeitszeit. Ja, die hellige Helligkeitszeit. Mit Baustellengeräuschen im Hintergrund. Bla, bla, bla. Aber nach dieser ekligen Sequenz, die kein Schwein versteht, haben wir zum Glück hinter uns. So, jetzt warten wir, bis sie kommt. Ba, ba, da, ba, 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 damit wir schnell nachsehen können, dass da jemand kommt. Ba, ach so, wir müssen uns erst einmal die Luke ansehen, die verschlossen ist. Dieser Kasten klemmt, der lässt sich nicht öffnen. Na, so ein Ding aber auch. Ist ja wie in Silent Hill. Nicht? Oh mein Gott. So, Maria hat abgeschlossen. Was passiert hier? Was ist hier nur los? Ja, ach so, wir müssen erst warten. Mir ist schwindelig. Ich höre Geräusche. Vielleicht sollte ich nachsehen. Jetzt erst kann sie nachsehen. Ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon kennen. Oh nein, ich muss mich verstecken. Verstecke, ich stecke ihn. Und unter dem Ventilator, das ist richtig. Man sieht so viel. Ich mach mal ein bisschen heller. Na, das bringt's auch nicht. Also, ihr seht jetzt diese Helligkeitsunterschiede sowieso nicht. Aber ich. Denn ich bin special. So, beeil dich, du Schnalle. Die genauso aussehen wie wir, nur in Graustufen. Was kann das nur bedeuten? Oh, ich bin ratlos. Oh nein, ich kenne Taut noch nicht. Taut. Hör auf mich anzuatmen. Na? Oh ja, Knutschgeräusche. Ich liebe dich auch. Ich bleib lieber hier. Und hinein. Ich bin ein Geist, ich kann nicht über Stühle laufen. Buh. Ja, du mich auch. Kennt ihr das auch? Ihr geht zur Uni oder zur Schule und keiner ist da. Das ist einfach, weil ihr verschlafen habt, dass heute gar keine Vorlesung ist. Es wird immer gruseliger. Oh mein Gott, habe ich Angst. Vielleicht sollte ich nicht gerade bei Sonnenlicht und angeschalteter Lampe spielen. Aber das ist mir egal. Wenn ihr euch gruseln wollt, dann spielt's doch selber. Hehehehe. Zusehen ist wirklich. Oh, wir können uns bewegen. Wir werden aufgenommen. Hallo, ich bin irgendjemand. Oh, wir haben Energie verloren. Oh mein Gott.
Gut, wieso ist hier eine Kamera in den Schächten? An der Wand steht etwas geschrieben. Und warum ist ein Schacht in einem Schrank? Und dann frage ich mich, wenn es wieder ruhiger wird, wenn er geht. Und dann, wenn er wieder da ist, so höre ich den Engel und gleichzeitig den Teufel. Und die Schreie. Sei still. Okay, wir sind still. Sieht aus wie eine ein polizeilicher Bericht. Bericht von Maria Lombrera. Habe die Leiche einer jungen Frau am Morgen des heutigen Tages in... Ach nee, ist ja eine Frau. Habe die Leiche einer jungen Frau am Morgen des heutigen Tages in einem Waldstück in der Nähe des alten Waisenhauses entdeckt. Die rechte Hand des Opfers wurde abgetrennt. Die fehlende Hand war auch nach ausgiebiger Durchsuchung des Gebietes nicht auffindbar. Todesursache war diese schwere Verletzung jedoch nicht. Ihr gesamter Leib war mit zahlreichen Einstichen übersät, die offenbar von einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Küchenmesser, stammen. Außerdem sind mehrere Knochenbrüche, die auf einen Sturz aus großer Höhe hinweisen. Ihre Wirbelsäule war zudem wie ein Korkenzieher verdreht. Ich hasse solche Vergleiche. Dies kann man wohl darauf zurückführen, dass er einen großen Hang hinuntergerollt wurde, der in das Waldstück hinabführt. Des Weiteren haben wir etliche Hämatome und Blutergüsse, bei denen außer Frage steht, dass sie durch extreme Gewalteinwirkung hervorgerufen werden sind. Die Spurensicherung hat zusätzlich noch ergeben, dass sie sich längere Zeit vor ihrem Tod unter Tage befunden haben muss. Wo genau ist derzeit noch unklar. Bei dem Opfer handelt es sich um... Hier wurde etwas abgerissen. Der untere Teil stammt vermutlich nicht von demselben Dokument. Beweise sammeln sich zwar, jedoch wurden uns weitere Ermittlungen strengstens untersagt. Was ist los mit dieser Stadt? Was ist hier nur los? Jeder scheint zu wissen, was hier vor sich geht, und dennoch will keiner den Mund aufmachen. Warum dieses Verbot? Ich verstehe Siri nicht. Siri, es ist sowieso ein Wunder, dass er es zum Polizeichef geschafft hat. Es ist sowieso ein Wunder, dass er es zum Polizeichef geschafft hat. Totentun. Ich werde wohl alleine weitermachen müssen. Okay. Ich bewege mich jetzt gar nicht, denn dort an der Wand steht, sei ruhig. Obwohl, steht dort noch mehr? Nee, wir können's öffnen. 10 Minuten lang rumstehen. Was für ein Spaß. Ich wollte euch nur erschrecken. Oh, ein Haus. Ein Haus. Wir kommen in irgendeinem anderen Schrank raus. Was zur Hölle? Habe ich geschlafen? In diesem Schrank? Wo bin ich hier gelandet? Egal, aber du brauchst Medipacks und eine riesige Kettensäge. Bewegen. Eine Figur von Mutter Maria. Mitnehmen? Kann nichts schaden. Ich habe eine Maria-Figur. Eine riesige Maria-Figur, die halb so groß ist wie ich, aber ich habe ja riesige Taschen. Einen riesigen Taschengürtel. Anspielung. So. Hier irgendetwas? Ja? Nein? Vielleicht? Es ist inzwischen wohl wieder Tag geworden. Ich muss wirklich schon wieder eingeschlafen sein. Draußen ist es immer noch so neblig. Au. Es ist inzwischen wohl auch wieder Tag... Achso, ich dachte, sie schaut auf die Uhr. Ich schaue jedenfalls jetzt auf die Uhr. Aha, 9:05. Okay. Hat nichts mit diesem Let's Play zu tun, aber 9:05, merkt es euch. Oh nein, ein umgekippter Stuhl. Da liegt ein Zettel. Allerdings ist die Schrift verwischt. Ich kann nichts entziffern. Ich hätte gerne ein Telefon. In diesem Spiel. Zum Abspeichern. Dafür sind sie gedacht. Wo bin ich hier überhaupt? Oh, Nose. Das ist der Sequenz. Again. And again. And again. And again. And again. And again. Bisschen Schnupfen. Was ist das für ein Ort? Ich muss mal kurz die Nase putzen.